Hallihallo, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Trends Ocean. Ja, wir holen uns jetzt mal Holz und Agrargüter. Bestätigen das eine Runde. Tanken auf. Fahren ein bisschen Gas. Ein bisschen nach Chiao Tauru. Dahin. Schlepper. Vollgas. Muss nämlich sein. Ich hoffe, das geht. Zack. Anlegen. Schlepper über. Juhu. Hat sich doch einigermaßen gelohnt. 9 Millionen. Rotterdam. Reykjavik. Warte mal. Ich will mal bitte Zielhafen. Mal gucken, was so doppelt ist. Zweimal Rotterdam ist das hier. 1,8 Millionen, das ist richtig Schrotter. Aber ich mache nie mehr mal zweimal Valencia. Bestätigen mir das. Lege ab. Fahr Richtung Valencia. Schlepper. Zack, zack, zack. Gas geben. Oh, gut, die Rewerft hat neue Schiffe im Angebot. Gut. Anlegen. Schlepperhilfe. Zack, da. Nur mit dem Anfang. Ja, ja, ich weiß. Es war aber auch ein kleiner Auftrag. St. Petersburg, oh, 1, ja, komm. Bestätigen. Ablegen. Also, da komme ich auch nicht hin. Ist ja klar. St. Petersburg. Automatisch. Und zack, zack, zack. Da machen wir den jetzt einfach ganz neu. Und Petersburg. Oh, Investorenanteile. Umfahren. Da legen wir jetzt an. Schlepperhilfe. Juhu. Einigermaßen. Ja, ich weiß. Was kann man hier denn noch so verbessern? Jetzt haben wir die erweiterte Lizenz. Können wir uns verbessern. Ist bereits Rundrum-Lizenz, ja, das natürlich mit Waffen. Natürlich klar, Motor. Feldabstimmung, gut. Machen wir 2 Tage. So, steht bereit. Auftragsliste. Kosten können nämlich gedeckt werden. Kann das auch eigentlich nochmal repariert werden. Dauer 8 Tage. Repariert und bereit. Jetzt können wir erstmal gucken. Zweimal Algier. Das sieht nämlich schon mal richtig lukrativ aus. Genau. Zweimal Algier, 24 Tage, 7 Knoten. Das sind 14 Knoten. Das sind 5 Knoten. Eigentlich ist es Pupsi. Richtung Algier. Zack. Und los geht's. Weil ja, mein Ruf ist gestiegen, weil es im außerordentlichen guten Zustand war. So, anlegen mit Schlepperhilfe im Hafen. Auftragsliste. Prämie. Ich will nach der Prämie gehen. Die sind nun angesehen. Ah, okay. Zielhafen, boah, ist ja nicht viel. Na komm, dann machen wir hier nach Valencia. Ablegen Richtung Valencia, Schlepper. Ja. Anlegen. Na gut, Minus gemacht. Ist aber auch egal. Boah, richtige Prämie hier. Da genau, dahin nicht. Die Vertatung in 18 Tagen. Dahin 17 Tage, 18 Tage. Will ich dahin. Will ich mehr Stoff geben hier. Ablegen und mal sie, genau. Zack. Leider nicht mehr so viele Aufträge. Boah,
Ruf gesunken. Angeblich mein Ruf gesunken. So, einigermaßen gelohnt. Zum Haaren. Ablegen. Ach Gott. Auftragsliste. Hauptkopien. 3 Millionen. Ja, ja, Valencia. Valencia, Valencia. Warte mal, in 16 Tagen nach Liz. Ah, ne. Hamburg, Stockholm, Dublin. Nach Dublin könnte ich wieder mal. In 22 Tagen und dann in 31 Tagen nach Stockholm. Ja, in 24 Tagen nach Rotterdam. Hm. Nee, komm, wir nehmen das ja. Dublin, ablegen. Dublin. Oh, zack, 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 zack. Gas geben. Oh, 2,8 Millionen. Investorenanteile. Genau. Achso, Quatsch. Anlegen, Schlepperhilfe. Ach, hat sich doch einigermaßen gelohnt. Quatsch. Hier. Tanken. Ach, Medikamente, das ist auch immer sowas von. Ernst, komm. In 33 Tagen. In 9 Tagen nach da. Genau, 24 Tage. 24 Tage sind nämlich richtig gut hier. Genau. Ablegen. Also nach Lissabon. Hafen. Liste. Hast du was nach Posse? Nee. Haben wir was nach Amasi? Dann legen wir hier ab. Und fahren nach Posse. Das jetzt hinkriegen, das ist da. Vollgas. Und dann in 2 Tagen. Oh yeah. Hat sich doch voll gelohnt. Auftragsliste. Zweimal Lissabon. Ja, okay, legen wir ab. Ab nach Lissabon. So viel Gas muss man ja gar nicht geben. Einfach nur, um die Kosten zu senken. Fahren wir einfach mal. Okay. Den Ruf gesunken. Anlegen. Schlepperhilfe natürlich. Oh yeah. In Lissabon aktuell sehr günstig. Aktuell sehr günstig, ja. Weiß ich. Januar habe ich richtig. Oktober habe ich nicht gut gemacht. Januar schon.
2 Millionen, 1 Million, ja, wird schon. Hier ist mein Dispo-Kredit. Hier ist mein Laufzeitkredit. Ich würde jetzt 2 Millionen aufnehmen. Dann hätte ich eine monatliche Rate von 66.000. Gut, ich muss jetzt mal gucken, wie teuer so ein Schiff ist. 22 Millionen. Ja. Das heißt, ich müsste 10 Millionen eigentlich aufnehmen. So Pi mal Daumen. Hm. Nee. Wir sparen uns noch ein bisschen mit einer Prämie. Auch noch einmal sie, genau. Ablegen. Einmal sie. Und zack, zack, zack. Umfahren. Fast 3 Millionen gehen immer drauf. Oh ja. Gas, Gas, Gas. Das hat aber haarscharf. Haarscharf. 19 Millionen. Das heißt, ich könnte dieses Schiff verkaufen. Warte mal. Kredit aufnehmen. Kredite, 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 genau. Kredite. Wie viel kann ich aufnehmen? 10 Millionen. Mit 300.000 im Monat. Genau. Dann verkaufen wir einfach. Ach nee, dann kaufen wir einfach nochmal so ein Ding oder was? Nee, ich will schon den großen Balki. Das heißt, wir kaufen den, verkaufen dann den hier. Ja. Dann kaufen wir den hier. Genau. Und dann nehmen wir dann unsere. Oh. Miss Greenbell, MS Greenbell, Harris Chico, Pacific Pro, ja, Pacific Pro. Pacific Pro. Im Hafen. Auftragsliste. Jetzt haben wir nämlich auch größere Aufträge. Und da nach links. Und dann nach Algier. Hier automatisch mit dem Schlepper. Anlegen, Schlepperhilfe im Hafen. Ja, wie groß das Ding ist, gell? Jetzt kann ich nämlich auch wahrscheinlich. Nee, kann ich nicht. Schade. Gut. Aber der würde das schaffen, locker. Ist doch egal. Der kann rechtzeitig geliefert werden. Ablegen. Mal sie. In 10 Tagen. Komm, machen wir 7. Haben wir mehr Stoff. Einfach mehr Stoff. Juhu. Anlegen. Mit Schlepperhilfe. Jetzt haben wir nämlich mehr Geld. Jetzt verdienen wir nämlich auch mehr Tam. Das heißt, wir können den Kredit so gut wie, also richtig schnell abbezahlen. Wir können jetzt natürlich jetzt keinen Dispo-Kredit auf mehr aufnehmen. Das ist klar. Aber wir können richtig, richtig gut Geld machen damit. Gucken wir nach St. Petersburg. Und nach Reykjavik könnten wir auch noch. Das heißt, ablegen. Nicht genug Treibstoff. Nicht verarschen. Reykjavik. Ankommen. Und dann einfach hochfahren. Und dann einfach schön Gas geben. Anlegen, Schlepperhilfe, Hafen, Auftragsliste. Jetzt kann man gucken, okay, wir haben was nach Felixstown.
Nehmen wir noch was mit. Perfekt. Legen ab. Jetzt haben wir wieder nicht genug Treibstoff. Tanken auf. Felixstone. Schlepper. Gas. Achso, mein Schiff braucht aber nicht so viel Gas zu geben. Habe ich das Gefühl. Es reicht auch nur 5 Knoten. Anlegen. Schlepperhilfe. Ah. Zack. Auftragsliste. Petersburg. So, jetzt haben wir was mit Petersburg. Ja. Haben uns zwar jetzt keine Kühlung. Ist mir aber jetzt pupsi und wir geben dann jetzt einfach Vollgas nach Petersburg. Und einfach. Ah! Mist! Anlegen, Schlepperhilfe. Ja, okay, das war natürlich jetzt nicht so gut. Hat man ja gesehen. 8 Tage, komm. Repariert, gut. Auftragsliste. Ab nach Almasi. Haben wir noch was anderes? Ach, das ist ein 2. Das heißt, ich könnte noch vorher nach Dublin. Okay, dann legen wir ab. Dublin. Gas. Schlepper. Okay, das war Kredit. Das war natürlich jetzt Schlepper. Auftragsliste. Dann müssen wir natürlich gucken. Ah, hier haben wir was für Almasi. Nehmen wir gleich an. Zack. Tanken richtig. Boah, fast 1 Million. Ey. Das ist schon Hammer. Jetzt müssten wir das eigentlich locker schaffen. 33 Tage. Schlepper. Und locker runter nach Ambadi. Ach nee, nee, Almasi. Ambadi Limani. Ambadi Limani. Die Kredite traten, ja. Genau, und jetzt kann man nämlich anlegen mit Schlepperhilfe und das war zum Beispiel eine lukrative Fahrt. Fast 10 Millionen. Alleine schon nur durch sowas. Und jetzt haben wir nämlich einen Laufzeit, also wir könnten sogar den Kredit abbezahlen. Einfach so, zack. Jetzt waren keine Schulden mehr. Jetzt kann man eine Auftragsliste nehmen. Dann können wir jetzt gucken. Okay, das ist für 5 Millionen, das ist für 3 Millionen. Das muss in 51 Tagen da sein. Das ist dann in Deutschland. Nehmen wir halt mit. Legen ab. Fahren nach Hamburg. Muss in 39 Tagen da sein. Machen wir nicht. Wir tanken hier noch richtig schön. Machen wir noch ein bisschen mehr. Nee, komm, 26 Tage automatisch mit dem Schlepper. Kommen da an, gehen mit Schlepperhilfe rein, haben wieder 1 Million drin. So, jetzt sind wir nämlich in Hamburg und jetzt kann man nämlich gucken, was nach Petersburg geht. Nach Petersburg haben wir natürlich jetzt nichts. Gut, dann legen wir halt ab. Und fahren ab nach Petersburg. 7 Tage. Tanken da auf und geben Gas. Wir fahren das mal um. Okay, die Investorin hat jetzt aber richtig. Jetzt müssen wir manuell reinfahren. Das ist natürlich jetzt doof. Wir machen jetzt mal eine kleine Überlänge für die Folge. Und jetzt gerade so. Ich wieder der Hafen, oder? Das ist ja dieser kleine enge Hafen da.
nee, das war doch der, wo der nur ganz kurz geradeaus fährt, gell? Ah ja, das ist doch der... Oh nee, oder? Ist doch so eine blöde Ein- und Ausfahrt. Oh ja, yeah. Und jetzt rum. Alter, komm. Einfach nur rum. Ach Mist. Verdammt. Ah, das ist natürlich nicht so schön. Aber ich habe jetzt wieder ein Plus. Ach, ich muss wieder tanken. Super. Oh ja, 2x1 sie. 6 Millionen. Nehmen wir an. Wir machen jetzt nochmal den Plus nochmal nach Richtung Almasi. 34 Tage, 51, komm, 34 Tage, komm, jetzt macht er noch einmal Stoff. Und bevor wir dann da ankommen, fahren wir schnell. Komm. Ach, schon wieder umfahren, na. Anlegen mit Schlepperhilfe. Yeah! 5 Millionen! Juhu! Na gut, dann würde ich sagen, was das eigentlich für diese Folge? Ich bedanke mich für's Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann einfach einen Daumen nach oben drücken. Schadet ja nicht. Und ich sage einfach nur Tschüss, ciao und auf Wiedersehen. Bye, bye!